Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Stranded 2. Und ich nehme heute mal wieder ein bisschen anders auf. Ich habe die Lautstärke mal wieder etwas zurückgedreht, da man das Tippen ja dann doch gehört hat. Ich habe jetzt eine kabelgebundene Tastatur genommen, in der Hoffnung, dass da der Akku nicht leer geht. Ich nehme nur noch mit, also da ich ja hier eh nur Framerates von 10 Frames per Sekunde und weniger habe, dank Stranded 2, nehme ich nur noch mit 10 Frames per Second auf und hoffe, dass ich deshalb ein bisschen schneller unterwegs bin. Und ja, wir waren ja dabei, Pflaumen zu suchen und Getreide zu ernten. Und deshalb, ja, so Hammer, Pflaumen. Essen könnte man ein Schlückchen essen, genau. Ich esse immer ein Schlückchen, wer macht das nicht? So, also, Hamm und Hammer mal warm. Gut, geschlafen haben wir eh gerade erst und ich würde sagen, gehen wir doch gleich mal los, nicht? Ja, wir suchen Pflaumen und wo finden wir denn sowas wie Pflaumen? Ich vermisse hier irgendwie immer den Zoom ein bisschen, den ich jetzt aus Optifine halt so kenne. So ein Zoom, einfach mal reinzoomen, was denn da hinten los, sieht man aber. Huch. Ach, das ist, unser Hippie-Opi, da rechts läuft der Drogenkurier rum. Er schüttet wie aus Eimern und hey, hier gibt's Weizen. Weizen, wenn ich ihn einfach mal so treffe, ernte ich jetzt immer ab. Ganz einfach. Bisschen Weizen kann nicht schaden, da wir ja nicht gerade knapp davon brauchen, um hier weiterzukommen. Haben wir jetzt schon wieder 6 Erd. Frage ich mich gerade noch da hinten auf dem Berg, doch da waren wir schon, haben wir schon abgeerntet. Ja, hier haben wir so. Irgendwo müssen doch diese Pflaumenbäume sein. Irgendwo müssen diese Pflaumenbäume sein. Die Pflaumenbäume. Und das war ja, glaube ich, eh nur ein Pflaumenbaum. Wenn ich da gerade eine Quelle sehe, da trinke ich doch gerade mal ein Schlückchen erfrischendes Wasser aus der Quelle, hüpfe ich drauf zu und... Jawohl, eine Runde was getrunken und weiter geht's. Wie man merkt, geht's mir gesundheitlich gerade wieder richtig gut, was vielleicht nicht daran liegt, dass es mir gesundheitlich gerade richtig gut geht. Es liegt, glaube ich, eher mehr daran, dass ich heute früh mein paar Tabletten geschluckt habe. Sehr praktisch, wenn die Mutter Apothekerin ist. Nee, habe ich ein paar Tabletten geschluckt, so Ibuprofen, ACC, lauter so Zeug. Und ja, dementsprechend geht es mir gerade wieder ein bisschen besser. Und dementsprechend gehe ich hier auch gerade sehr motiviert in die Aufnahme. Moment, drehen wir uns gerade um und hoch das Fleisch. Da ich seit 3 Tagen endlich mal wieder einen Kopf habe, der nicht die ganze Zeit vor mich hinpumpt, ist auch mal was Schönes. Wobei es mir da wahrscheinlich eh noch sehr gut geht, weil es Leute gibt, die haben wochenlang so Kopfschmerzen. Aufgrund von Unfällen oder sowas. Gut. Da ist eine Schnecke. Aber einen Pflaumenbaum habe ich jetzt immer noch nicht gefunden. Aber es gibt welche. Bin ich mir ziemlich sicher. Habe ich nämlich einen schon mal gesehen. Haben so... Wohl wachsen Pflaumen überhaupt an Bäumen? Also bis jetzt hat sich bei mir noch nie einer beschwert, aber weiß ich gerade gar nicht. Da hinter uns waren übrigens wieder die Feuerblumen, die uns schon mal getötet haben auf der ersten Insel. Und die nächste Krabbe. Also ich glaube, nahrungstechnisch habe ich eh schon mal gesagt, dass hier uns nie was ausgehen wird, oder? Toad. Gut, dann gehen wir doch, wenn wir hier eh nichts finden, gerade mal zum Hauptquartier und pflanzen die 6 Weizen, die wir bekommen haben, an. Hauptquartier ist Gold. Gold. Gut, Einwohner-Dings da halt. Einfach mal hier, zack. Die 6 Körner durch. Und da fällt mir gerade auf, ich habe ja jetzt schon sehr lang nur die 6 Stücke von Jonas drin. Obwohl er mir mittlerweile schon 3 gemacht hat und Lukas
mir auch schon ein paar zwei gemacht hat, die ich aber die ganze Zeit vergessen noch mit rein zu tun. Weil ich ja nie die Playlist abspeichern kann, sondern die immer neu reinziehe. Gut, schauen wir gerade mal. Ich weiß gar nicht, wann die reif sind, wirklich. Das hier oben sieht irgendwie alles schon so reif aus. Moment. Wow. Nein, ist noch nicht reif. Aber egal. Zwei ist ja auch mehr als... Ich glaube, ich hatte das eh schon mal durchgerechnet. Wie viel wir brauchen. Aber ich weiß es gar nicht mehr. Sprich, ich tue mal so kurz, als würde ich ins Inventar gehen. Ruf derweil den Taschenrechner auf. Wir brauchen pro Brot 9 mal 15 plus 10. 145. Wie viele haben wir hier gerade? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mal 3, 46, 69. Ja, da braucht man nochmal eine Runde. Einmal voll auswachsen lassen, alles, aber ich frage mich, was wir bis dahin machen sollen. Vielleicht mal wieder was trinken und einen Fisch. So, einfach mal. So. Hä? Ah, cool. Command Line. Wusste ich gar nicht. Aber da hat man jetzt zum Beispiel gerade gesehen, dass ich immer im Fenstermodus aufnehme. Finde ich einfach praktischer. Weiß nicht warum. Gut, wir können eigentlich mal wieder eine Runde schlafen und ich rechne immer damit, dass wir am nächsten Tag... Ja, wir haben wieder Heuschrecken. Wieso werden Heuschrecken vom Feuer eigentlich nicht... vom Feuer eigentlich nicht verbrannt? Meinst du eine gegrillte Heuschrecke? Hey, jetzt bleib mal da. Ist ja auch immer was Leckeres. Das und... Ach, Libelle gefangen. Ich mein so Heuschrecken. Ich sehe jetzt hier gerade gar keine mehr, aber da war noch eine, ja. Ich glaube, das war es jetzt schon wieder an Heuschrecken. Kann das sein? Und die sind richtig hoch geworden. Ich habe das Gefühl, die sind jetzt hier alle reif. Ja, die sind reif. Also scheinbar, wenn die so tief, so goldbraun sind und so tief ins Sichtfeld gehen, sind die scheinbar reif. Kann sein, dass Heuschrecken nur kommen, wenn da reifes Getreide irgendwo ist. Jede Menge Getreide haben wir hier. Also sowas vermehrt sich richtig schnell. Und hätten wir das hier mal wirklich auf der ersten Insel durchgezogen, hätten wir da, glaube ich, auch keine Nahrungsknappheit mehr gehabt. Ja, aber wir hätten da ja auch grundsätzlich ein bisschen mehr Affen fangen können und sowas. Ach ja, die Zeiten damals. Hallo, ist egal. Ernten wir gerade noch den Nachbarn ab. Ich hoffe auf jeden Fall, das war's gerade mal in Heuschrecken. Oh, kein Platz mehr. Schmetterlingsteile. Ach, Blätter sind immer so schwer. Aber die kann man nicht kombiniert rauswerfen. Die muss man einzeln rausschmeißen. So, das ist auch reif, so wie es aussieht. Wow, wenn es motiviert ist, geht alles viel flotter und schöner. Muss man schon sagen. So, und nochmal 3 und nochmal 3. Wunderbar. Und nochmal 3. Eine Güte, haben wir hier eine Menge Getreide jetzt. Und wir sind schon wieder voll. Dann würde ich sagen, futtern wir doch mal ein paar Beeren. Wobei, wie viel wiegt so eine Beere? 10 Gramm. Ist es da nicht sinnvoller, so ein Fleisch hier mal zu mampfen? Oh ja.
Und wieder eine Runde Getreide gesammelt. Und wieder eine Runde Getreide gesammelt. Und ich glaube, das hier ist noch zu klein. Ja, aber das hier ist noch ausgewachsen. Was haben wir jetzt gerade berechnet? 145, ja. Und das hier brauchen wir noch. Und da rechts von uns ist schon wieder ein Affe tätig. Gut, 145 hatten wir jetzt gesagt. Hier ist noch was reif. 145, wie viel haben wir jetzt? Ich habe keinen Platz mehr. Schon wieder keinen Platz mehr. Komm, Fälle raus. Gut. Dann haben wir jetzt... Wie viel? 51 mal 3, das würde schon reichen. Sprich, wie viel? 51 mal 50 mal 3 sind 150. Boah, wenn das reif ist, haben wir es eh. Gut, ich mach daraus jetzt einfach mal alle verarbeiten und ich pflanze nochmal alle ein, auch wenn wir dann viel zu viel haben. Besser zu viel als zu wenig. Alter Schwede, haben wir hier jetzt viel. Oh, jetzt habe ich es aufgehoben. War natürlich nicht mein Plan. Und wir pflanzen mal wieder eine Runde Getreide. Und zwar hier richtig in Massenproduktion, ja. Gut. Und wir haben schon die ganze Folge nur mit Getreide ernten und Pflanzen verbracht. Ist ja auch mal was Schönes. Das geht nicht. Kein Platz mehr. Jawohl. Habe ich gleich mal wieder unser Zeug nebenbei eingesammelt und wir haben unsere Skills verbessert. Können wir gleich mal nachschauen, was das heißt? Vielleicht können wir ja jetzt mal Äste einpflanzen. Oh, da ist noch eine Heuschrecke. Um die kümmere ich mich gerade mal noch schnell. Muss ich da außen rum gehen? Naja, außen rum ist gut. Fantastisch. So, ich glaube, das war jetzt aber die letzte. Jawohl. Bevor die uns hier wieder alles wegfuttert, habe ich die doch gerade mal noch schnell eingefangen. Und das ganze Dorf steht jetzt bald voller Getreide. Ich glaube, so viel, wie wir hier aktuell angepflanzt haben, würde es reichen, wenn wir alles nur bis zu 2 auswachsen lassen. Das heißt, so jeden dritten Tag oder so kommen mal wieder Heuschrecken vorbei. Ist natürlich auch was Schönes. Gut. Noch 33 anzupflanzen. Boah, wie schnell sich sowas vermehrt, ja? Ja, dann müssen wir eigentlich wahrscheinlich denen nur noch irgendwie Holz bringen, dass sie uns ein Schiff bauen können oder sowas. Und dann sind wir endlich wieder in der, oder hoffentlich wieder in der Zivilisation angekommen. Und wieder eine Runde angepflanzt. Nee. Hier ist nicht mehr genug Platz. Haben wir schon wieder zu viel angepflanzt. Jawohl. Vorwärts. Oh. Man, wie das ganze Dorf bald voller Weizen ist. Ist ja auch Wahnsinn. Nee. Und wieder eine Runde angepflanzt. Und nochmal eine Runde angepflanzt. Und wieder eine Runde angepflanzt. Nein, und so nicht. Hier noch ein bisschen. Das und dann nicht. Hier noch ein bisschen. Und nee. Hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Und 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 hier noch ein bisschen. So klappt und hier. Bah. Hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Und hier noch. Oh. Hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Nein.
Und hier noch ein bisschen. Und nein, ich kann nichts anderes sagen, außer hier noch ein bisschen. Hier nämlich noch ein bisschen. So klappt das nie. Und hier noch ein bisschen. Und wir sind fertig, Jungs. Ich würde sagen, in der nächsten Folge ernten wir das Ganze dann mal. Bis denn.